Dieser Frosch ist zum Abschuss freigegeben. Das Umweltministerium von Rheinland-Pfalz will den nordamerikanischen Ochsenfrosch eliminieren. Der breitet sich nämlich schon seit Jahren im Südwesten aus. Auch in Baden-Württemberg wird er bekämpft. Er ist ziemlich groß für einen Frosch, bis zu 20 cm. Das ist keine gute Nachricht für alle Tiere, die in sein Maul passen. Fische, Schnecken, Insekten, auch kleine Vögel und bei Gelegenheit sogar Säugetiere. Außerdem frisst er anderen die Nahrung weg und dann vermehrt er sich auch noch gut. Ein Weibchen kann tausende Eier legen. Das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz sieht aber noch eine Chance, um die Art rechtzeitig zu stoppen. 143.000 Euro gibt das Land nun dafür aus. Zum Einsatz kommen Kescher, Fangeimer und auch Kleinkalibergewehre.